geht ab, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder im Bikepark OE unterwegs. Wir werden heute einfach mal ein bisschen Spaß haben hier abends. Wir sind wenig zum Fahrradfahren gekommen und deswegen nutzen wir das Ganze. Außerdem gibt es eine neue Wall und wenn die unten befahrbar ist, dann testen wir die heute auch an. Also viel Spaß beim Video. Schön geworden. Viel sanfter jetzt. Viel, viel sanfter. So Leute, wir sind an der neuen Wall. Außerdem ist die Landung auch ein bisschen neu vom Drop. Außerdem ist auch der Wallride einfach komplett frisch neu. Hier riecht es noch richtig nach Holz. Die Landung ist auch angepasst. Ich bin das Ganze schon eben einmal kurz abgerollt und muss sagen, es fühlt sich viel, viel sanfter an. Ich bin auch richtig gespannt, was dahinter passiert, weil da ist die Downhill-Line und da ist auch schon die Kurve neu und hier liegt auch noch jede Menge Erde. Also ich habe so das Gefühl, da kommt so ein bisschen was Neues auf uns zu. Bin sehr gespannt, was die Jungs da bauen werden. Also vielen, vielen Dank für das, was ihr wieder hingezimmert habt. Mega geil, fährt sich richtig cool. Und ich werde das Ganze jetzt einmal von außen für euch filmen, damit ihr es auch einmal von außen so seht, wie das Ganze so aussieht. Und yes, ich schiebe mal hoch und dann geht's los. Oh.
Ah, die Landung tat nicht so gut, ey. Was soll ich sagen? Das, was du gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, ich hoffe, der Thomas ist nicht beleidigt, dass ich jetzt ohne ihn das River Gap gefahren bin. Er darf mir dann später das Road Gap zeigen. Okay. Also sollen wir das Road Gap nicht jetzt noch schnell machen? Wollte ich eigentlich, aber mach ich dann lieber mit dem Thomas. Okay, schade, Thomas. Ja, aber ich habe einfach nur das gemacht, was du damals mit mir im Kurs gemacht hast. Aber Michi hat ein bisschen mehr Angst gehabt, glaube ich, ne? Ja, die Kurve, die hat mich fertig gemacht davor. Ja, an die hatte ich überhaupt gar nicht gedacht. So, schieben nochmal hoch. Ich bin fertig, ey. Puh. Ihr habt gerade schon bei der Michi gesehen, die ist einmal gefahren. Es gibt auch jetzt eine kleine Mini-Drop-Batterie. Abgesehen von der oben, wo immer auch viel Trubel ist, können sich also Anfänger hier jetzt im Bikepark OE ganz entspannt auch an so ein paar Drops dran trauen. Und was ganz besonders ist, das zeige ich euch jetzt, kommt mal mit. Und zwar sind die Drops komplett abrollbar. Das heißt, wenn man es nicht schafft oder Angst hat so ein bisschen, dann kann man die einfach ganz entspannt abrollen. So Leute, wir sind am Ende des Tages angekommen. Es war mega cool, Bikepark OE, viele neue Sachen. Und es sieht so aus, als ob noch einiges Neues kommt. Ich muss mal nachhören, was es da in Zukunft noch so Neues gibt. Mir hat es auf jeden Fall mega gut gefallen, mal wieder abends hier zu sein. Habe ich dieses Jahr oder haben wir dieses Jahr auf jeden Fall viel zu selten gemacht. Letztes Jahr haben wir das richtig, richtig oft gemacht, aber dieses Jahr irgendwie nicht so oft. Kommt auf jeden Fall mal vorbei, es wird sich lohnen und vor allem für alle, die so manchmal nicht so Bock haben, irgendwie 2 Stunden nach Willingen oder Winterberg zu fahren, kommt einfach mal hier vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch ein Ticken günstiger als die anderen Parks. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, genauso wie wir. Und wir sehen uns bald in den nächsten Videos wieder. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn weiterhin 2 neue Videos jede Woche. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir müssen jetzt schnell einpacken hier und dann schnell was zu essen besorgen. Weil, wer kennt's nicht, ne? Nach dem Biken hat man immer extrem Hunger. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.